Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Günther LP und das hier ist ein kleines Let's Play zu Terraria. Und ich werde hier ein wenig rumspielen und das Spiel hoffentlich auch durchspielen. Und das geht jetzt hier gleich los. Ja! Und damit starten wir den Singleplayer. Und das ist der vom Let's Play Together. Der Günther LP, machen wir uns mal jetzt mal einen neuen. Erstmal die Haare. Was machen wir denn? Kann ich die Haare an sich nicht verändern? Keine Ahnung, wie ging das überhaupt? Oh. Grey-Charakter mache ich natürlich. Da, Haare. Oh, so ein Zwerg. Der hat wohl einen Hammer auf den Kopf bekommen. Ich bin ein Emo. Das ist eine Frau. Glatzenheini. Keine Ahnung. Frau. Punk. Prinzessin Dingsbums, hier, Dalai Lama, nee, die von Star Wars auf jeden Fall. Nee, das ist ganz glatze. Afro, Zwerg. Obwohl, das sieht ganz gut aus. Ja, damit lässt sich was anfangen. In welcher Farbe machen wir das denn? Machen wir mal. So ist doch gut, in weiß. Das ist doch geil. Weg. Und jetzt die Eis. Die machen wir mal schwarz. Mal einfach nur weiß und schwarz. Machen den weiß und schwarz, das passt schon. It don't matter if you're black or white. Hey. Wieso? Ach, man muss bestimmt viel haben hier bei den Augen, oder wie? Wie scheiße ist das denn? So, und dann noch ein bisschen abziehen. Da noch ein mehr und da noch ein weniger. So, jetzt kann ich nirgends mehr runter machen. Alles klar. Skin. Ich denke, der Skin passt schon so, außer dass ich vielleicht noch ein bisschen heller haben möchte. Weil, ja, ich werde nicht so ein braun gebrannter Malle-Poll werden. Shirt. Ach, ich kann mir kein Shirt aussuchen. Schade. Welche Farbe soll es denn werden? Mal überlegen. Ach, ich nehme ein blaues Shirt. Pink, wieso noch nicht? Das ist aber auch winzig, ne? So, ja, dunkelblau, das wird schon funktionieren. Undershirt, ah ne, Quatsch, dann nehme ich am besten auch. Dunkelblau, das ist, denke ich mal, am besten. So, dass ungefähr auch die gleiche Farbe rauskommt. Ja, ein bisschen weniger blau. So ist das, denke ich mal, ganz gut. Pants, jizz in my pants. Red. Nee, was mache ich denn? Ich mach da grüne hin. Oder natürlich. Ich hab eine neue Idee. Ich mach einfach schwarz. Schwarz. Jetzt muss ich das hier wieder zurück machen. Es geht ja nicht genau null. Mimi. Wieso kann man nicht alles null machen, Mann? Ist ja viel besser. 50 muss ich da zurück machen und nee, da noch ein bisschen mehr, da ein bisschen weniger, da noch ein bisschen mehr und da dann noch ein bisschen weniger. So, back und jetzt zu den Schuhen. Die Schuhe machen wir, denke ich mal, auch schwarz. Schön. 69. So, dann so, zack, schon passt es perfekt. Wir so schwarz. Ja, blau-violetter Typ, ne? Oh yeah, der Funky Remix. Na gut. Softcore, warte, Softcore ist Softcore, Characters drop money on death. Mediumcore, Characters drop items on death. Hardcore, Characters die for good. Ich würde sagen, wir nehmen einfach mal Medium Core. Das wird schon funktionieren. Und jetzt Create. Ich würde ihn jetzt gerne auch Günther LP nennen, aber ich denke, das funktioniert nicht. Oder? Hat doch funktioniert. Ja, Sigi. Create World. Choose World Size. Ach, komm, wir machen auch mal Large. Und die Welt nennen wir. Wie kann man denn so eine Welt nennen? Ach, was gucke ich denn hier mal gerade?
nenne die einfach jetzt mal Let's Play Welt, so ganz kreativ. Let's Play Welt. Und ich weiß, man hört das Tippen im Hintergrund. Und ich muss dazu sagen, ich habe nicht sehr viel Ahnung von Terraria. Das hat man vielleicht auch schon im Let's Play Together gemerkt, falls ihr euch das angeguckt habt bei Habisot auf dem Kanal. Auf jeden Fall, naja, das ist nicht ganz so mein Skillbereich, sag ich jetzt mal. Und das bin ich schon so ein bisschen noobig. Und ich versuche jetzt hier irgendwie auch... Oh, was wird denn eigentlich alles kreiert? Also ich habe das Spiel also niemals... Ja, oder fast niemals gespielt. Ich habe es, glaube ich, eine Stunde gespielt. Oder so, aber das war auch schon alles. Saving... Oh, Let's Play Welt. Bist du jetzt mal fertig geladen? Mensch, braucht das Spiel lange. Aber dafür braucht das sonst nie wieder Ladezeiten. Ach nö, die Schneewelt. Ist ja doof. Das mag ich gar nicht. Egal. Ich war noch niemals in der Schneewelt und von daher sollte ich ja vielleicht ein bisschen froh sein. So, aber jetzt hier alleine ohne irgendwelche Hilfe hier durch die Welt zu kommen, das wird, denke ich, nicht mal die einfachste Aufgabe. Vor allen Dingen, wenn Günther LP spielt. Nope. So, genau. Als erstes brauchen wir ein bisschen Holz. Das ist jetzt aber mal klar. Und das ist auch, denke ich, ganz, ganz simpel. Ich liebe Holz. Holz. So. Ah, ihr lieben Landratten, ich habe Holz. Ah. Juhu. Ja, man muss schon sagen, dieses Spiel hat echt ganz schön viele Parallelen zu Minecraft, aber ich möchte jetzt nicht so großartig drauf eingehen und auch das Spiel jetzt nicht verklagen oder so, weil es gibt ja auch offen zu, dass es von Minecraft Sachen übernimmt. Klauen möchte ich jetzt nicht sagen, aber übernimmt ist schon, denke ich, das passende Wort. Und es hat ja auch auf jeden Fall auch seinen eigenen Stil und sein eigenes, wie soll man sagen, seine eigene Community, eigene Landschaften, eigene Spielerfahrung. Zum Beispiel nach dem Motto, dass hier auch viel mehr auf Kämpfe gelegt wird. Und das wird auch der große Unterschied sein zwischen Minecraft und Terraria. Nicht nur, dass es 2D ist, sondern auch, dass hier großartig Kämpfe sind und diese Kämpfe sich auch über längeren Zeitraum erstrecken werden und es auch Bossfights gibt und viel tiefere Höhlen, also ist alles mehr so Richtung Adventure und nicht so ganz so bauen und baukastenmäßig. Naja, eben halt mehr Action und weniger Lego. So, jetzt haben wir auch schon ein paar Bäume gefällt. Ich weiß gar nicht, wie viel man braucht, um so ein auszubauen. Oh. Ey! Oh. Jetzt stirbt mein Geiz. Oh nein! No. So, ich baue mich jetzt mal nach oben. Ach, das sind Snowblocks. Ach so, ich dachte, das wäre Erde, die einfach nur so weiß ist. Okay. Baue ich mir mal hier so eine Treppe nach oben. Weil ich es kann. Und weil ich dann, glaube ich, hier unten so im Erdreich mein Haus baue. Beziehungsweise erstmal im Keller anfange. Das ist doch schon mal ganz nice. So, da noch ein bisschen weg. Da weg. Da weg. Da weg mit Tarek. Wer kennt ihn nicht? Bitte alle melden, die ihn nicht kennen. Wer kennt nicht Tarek? Kann ich das auch? Nee, wie mache ich denn den Background weg? Muss ich gleich mal nachgucken. Ich glaube, das geht mit dem Hammer. Bin mir aber da nicht hundertprozentig sicher. Muss ich nochmal alles ein bisschen nachprüfen. Wie sieht mein Charakter auch so komisch aus mit diesen Schlappenschuhen da und kurzer Hose? Ah, da kommen auch schon die Slimes von der Seite an. Wollt ihr meine Freunde sein? Hallo? Seid ihr meine Freunde? Oh Mann, ich komme hier nicht raus. So, komm her, Slime. Kriegst was auf die Fresse. Ich mach dir gleich ein neues Nasenloch. Hua! Husa! Hi! Ho! Aua! Ja, funktioniert schon. Und da kommt auch... Oh, da kommt noch ein Freund von mir. Nochmal hochspringen? Boah, hast du über mich rübergesprungen. Voll der Ninja. Und tot. Abbauen jetzt noch. Da noch ein bisschen. Moment, ich spring da mal ein bisschen rauf. Oh, lol. Bloop. Ja. Da alles kaputt machen, Junge. Alles kaputt machen. Mach's kaputt. Junge.
Also schön, schön viel Rohstoffe. Hör. Und bam! Habe ich alles perfekt abgebaut. Jetzt muss nur noch der Baum dran glauben. Aua! Oh nein, der Baum dra muss dran glauben. Oh nein! Greenpeace würde das nicht gerade sehr freuen. Boah. Ich bin hier auch der einzige Mensch auf der Welt hier, also wird das Greenpeace wohl gar nicht geben. Oder eher gesagt nicht interessieren. Aua! Ich meine, alleine. Ich meine, alleine einen Verein zu machen. Nice Schleim, nice. So, hier ist jetzt ein bisschen was gebaut und zwar eine Workbench. So, aufnehmen. Genau, erstmal wird ein bisschen der Boden platziert. Da, 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 da. Da noch ein Stück, genau. Das Licht kommt natürlich immer noch durch.